Es ist der Höhepunkt im diesjährigen DFB-Pokal. Das Finale steht an. Bleiben Sie dran. Wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Rolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben. Wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. Hannover 96 gegen Borussia Dortmund. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen nach dieser harten Saison nochmal auftrumpfen. Und wir schauen mal, was da auf dem Rasen taktisch passieren wird. Und so geht's die Hannoveraner an. Sehr flexible Formation heute. Ja, ein 5-3-2. Also erstmal ein Riegel hinten und dann Umschalten. Und da sind die Außenverteidiger gefragt. Behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. Es ist immer wieder unglaublich, wie die Fans hinter der Borussia stehen. Die könnten ihr Stadion auch auf 150.000 Zuschauer ausbauen und wären trotzdem immer ausverkauft. Schau dir nochmal die Zahl der Dauerkarten an. Da kann keiner mithalten. Die Fankultur in Dortmund ist sensationell. Sehr gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Die nächste Ecke.
ins Zentrum. Aber am Ende kommt doch nichts raus. Sie holen sich den Ball. Auf den sollten wir heute ganz besonders achten, Buschi. Auf ihn werden Sie bestimmt gesondert achten. Sollten Sie auch, angesichts der vier Treffer, die in den letzten drei Spielen gelungen sind. Da kommt der Pass. Gefährlicher Pass. Kein Problem hier. Das Tor macht er ganz abgeklärt. Kommt in die Mitte. Gut geklärt. Jetzt haben sie den Ball wieder. Das sieht vielversprechend aus. Klasse gelöst vom Verteidiger. Oh, klasse Pass. Da ist das Tor. Da ist der Ausgleich. Alles wieder möglich in diesem deutschen Pokalfinale. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann dieser Hammer, an der ist ja auch nicht mehr zu halten.
Tolle Aktion, diese Halbvolle, sieht man in der Wiederholung nochmal. Ja, das ist nicht so leicht, den so zu treffen. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Auf Außen ist Platz. Balleroberung. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Da oben, der fordert den Ball. Marcel Sabitzer. Geht weiter, Vorteil Dortmund. Aber der Vorteil wird doch abgepfiffen. Geht hier also mit Freistoß weiter. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Ah, wenn Sie da ein bisschen mehr Geduld haben, dann lässt sich dieses Abseits vermeiden. Auf jeden Fall, vorne steht jemand im Abseits und dann trotzdem dieser Pass. Das ist ärgerlich. Sebastian Allaire. Sie bieten sich an. Oh, da ist er durch. Nee, 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 weit vorbei. Eigentlich gut gedacht, aber es fehlt einiges. Karim Adeyemi. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Gut aufgepasst, er hat die Flanke. Aber nichts. Jetzt haben sie durchaus Platz für den Konter. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spiele. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Sie sind wieder da. Erneute Führung. Was für ein Tor. Pass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er.
bis hinten. Mal sehen, wie schnell sie sich von diesem Tor erholen. Daniel Malen. Aber Nils. Er sucht die Lücke. Die Gefahr scheint erstmal bereinigt. Das war ein hervorragender Zweikampf. Harvard Nielsen, sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Schon drin gesehen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Den Ball runter. Jetzt können sie kontern. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Schöne Aktion. Das ist ein Freistoß für den BVB. Nächste bei Dortmund. Ball kommt rein. Da kann er erst mal klären. Ball ist bei Julian. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so wird's eng. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Dortmund wechselt. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Die Chance. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Gut verteidigt. So, was machen Sie draus? Ist das das Tor? Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Sie wechseln. Vorbei. Gut verteidigt. Ah, guter Steilpass hier. Jetzt ist der Platz da. Leider gefährlich nach dieser Parade. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Er bekommt Hilfe. Abseits angezeigt hier.
Harvard Nielsen. Da setzt er sich gut durch. Die Fans werden laut, das könnte eine Schusschance sein. Die Torgefahr in Person, da zeigt er es wieder. Nächster Treffer, Doppelpack. Jetzt wird er hier gefeiert. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Ball wird abgefangen. Muss es fast sein. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Der Kerl ist on fire. Das war schon sein drittes Tor im heutigen Spiel. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. Gefährlich. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Der Ball wieder bei Dortmund. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Konter sah gut aus, aber Riesenchance. Ball geht an den Pfosten. Okay, ich bin einen Wurf weiter. Das war keine gute Flanke. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Wenn das Tor früher kommt, dann wird es hier vielleicht nochmal richtig spannend. Aber so eher nicht. Nee, nee, Wolf. Das Ding ist durch. Keine Zweifel. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei und dann nicht lange gefackelt, zieht ab und wird mit einem tollen Tor belohnt. Der Gegner strahlt nicht mehr allzu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Jetzt können sie über außen. Kann alles passieren. Stimmt wenig bei diesem Versuch. Distanz ist vielversprechend, aber der Ball ist schwach. Marcel Sabitzer. Ja, guter Pass. Tor, da ist es. Und man spürt, jetzt wollen sie mehr. Die haben noch nicht genug. Doppelschlag. Noch sind sie hinten, aber wie lange noch? Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck. Rechnet nicht jeder.
Und damit wir es nicht vergessen, 6:4 steht es. Ja, Sie haben richtig gehört. 6:4. Da geht er vorbei. Die Riesenchance. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Abwehr kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer sein Jungs noch einige Male zeigen, da hat in der Defensive nichts gestimmt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es so. Herrlich, 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 herrlich. So, und jetzt geht der Pott dahin, wo er hin soll oder hingehört. Also das sind die Leute, die das nicht vergessen werden, die auch die Mannschaft, die in 15 Jahren noch sagen können, wer da wann, wie, wo gespielt hat, wer ausgewechselt wurde, wer das entscheidende Tor gemacht hat. Buschi. Ja, die Fans lieben das und gehören dazu. Gratulation. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Johann Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung.